In Dachau war ein junger Russe körperlich zusammengebrochen und landete auf dem großen Haufen nackter Leichen, die zum Krematorium transportiert wurden. Ein Häftling fischte den noch Lebenden heraus und brachte ihn wieder ins Lager zurück. Als er später seinem Lebensretter begegnete, sagte er das schöne Wort: Ihm gehört mein Leben. Das Gleiche darf ich auch meiner Schwester sagen. Ihr gehört mein Leben.